Was sind Pestizide? Welche sind besonders gefährlich? Wie sind sie entstanden und brauchen wir sie wirklich? Hey, guten Morgen! Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Schweizer Chemiker Müller mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet, nachdem er etwa 10 Jahre früher die insektizide Wirkung des Dichlordiphenyltrichloethan, kurz DDT, herausgefunden hatte. Das DDT dringt durch den Chitinpanzer ein in die Nerven von Insekten und schädigt die Nervenenden so stark, dass die Insekten dann eben sterben. Das war der Startschuss der sogenannten Pflanzenschutzmittel, also der Pestizide. Derer gibt es einige. Die gängigsten will ich einmal ganz kurz nennen. Da wären die Insektizide. Wie der Name schon sagt, sind sie gegen Insekten gut. Die Fungizide sind gegen Schimmel gut. Die Akarizide gegen Spinnmilben. Die Rodentizide gegen Kleintiere, wie zum Beispiel jetzt Ratten oder Mäuse. Und die Nematizide, die gegen Würmer gut sind. Und dann gibt es noch die Molluskizide und die sind gut gegen Schnecken. Und mittlerweile gibt es natürlich auch noch den Begriff der Herbizide, also das ist das Mittel gegen Wildkräuter oder wie die Landwirtschaft sagt Unkräuter. Und ja, entsprechend dann sind das dann auch die Unkrautvernichtungsmittel, das sind die Herbizide. Bei diesen Mitteln gibt es welche, die generell gegen alle Pflanzen wirken, das sind sogenannte Totalherbizide, und es gibt welche, die selektiv wirken. Zum Beispiel die Phenoxycarbonsäuren, die zwei keimblättrige Pflanzen vernichten, während ein keimblättriger in Ruhe gelassen werden. Populärste Anwendung, auch im negativen Kontext, ist oder war die Operation Ranch Hand während des Vietnamkrieges, als diese Mittel vom Flugzeug auf die Wälder Vietnams gesprüht wurden, um die feindliche Guerillabewegung FNL oder wie sie im Film immer genannt wurde Vietcong, ja, einfach zu enttarnen, einfach das Laub oben zu entfernen, dass man dann unten sieht, wo die da rumstromern. Aber es gibt auch andere Wirkungsweisen. So wirken zum Beispiel bestimmte Triazine und Harnstoffderivate in erster Linie auf Chloroplasten. Und damit beeinflussen sie natürlich die Photosynthese der Pflanzen und schaden ihr damit. Verbindungen bestimmter Carbamat- und Thiocarbamat-Strukturen vermögen durch Veränderung der Chromosomen als quasi Mitosehemmer zu wirken. Also Mitose, wisst ihr ja, Zellteilung, kennt ihr vielleicht noch aus der Biologie. Das klingt alles, zumindest für die Wirtschaft, ganz toll und auch faszinierend, was es da alles für geile Möglichkeiten gibt, Pflanzen und Insekten zu zerstören. Aber das Problem dabei ist, dass diese Mittel auch in entsprechenden Mengen für uns Menschen giftig sind. Da wird auch gesellschaftlich eine Nulltoleranzschwelle angestrebt. Das bedeutet, dass keinerlei Pestizide mehr in den Lebensmitteln vorkommen sollen. Also diese komplett abgebaut bzw. verstoffwechselt sind. Aber da gibt es ein Problem. Und da sind wir wieder beim Herrn Müller aus der Schweiz und seinem Dichlordiphenyltrichloethan, welches sich durch eine außerordentlich hohe Persistenz, also Beständigkeit, auszeichnet. Denn das Dichlordiphenyltrichloethan wird zu Dichlordiphenylethen abgebaut und kann nicht weiter verstoffwechselt werden. Und so ja, gelangt dieser Stoff, da er nicht abgebaut werden kann, weltweit in alle organischen Strukturen, von der Muttermilch bis in die Erde des usbekischen Kleingartens von Herrn Komarow. Daher werden diese Mittel gesetzlich stark reglementiert bzw. auch ganz verboten. Aber nicht nur die Pestizide als solche, sondern auch ihre Herstellung ist mit großen Risiken verbunden. Das populärste, auch wieder im negativen Kontext, Beispiel dürfte die Freisetzung von Tetrachlordibenzopyridoxin im italienischen Seveso gewesen sein. Das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube das war 1976. Dort wurde bei der Herstellung des Herbizids, also des Pflanzenschutzmittels, was gegen Wildkräuter wirkt, wie wir jetzt wissen, mit dem Namen Trichlorphenoxyessigsäure, welches eben auch eins der Herbizide gewesen ist, was im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, eben jenes Tetrachlordibenzopyridoxin an die Luft abgegeben. Und innerhalb kürzester Zeit starben im Umkreis 3300 Tiere und nach Aufdeckung und Zuordnung der Ursache, wo man am Anfang gar nicht so richtig wusste, was da jetzt eigentlich passiert ist, die Firma Roche, die stritt erstmal natürlich alles ab, das hat nichts mit uns zu tun, wurde auch evakuiert und schwangern riet man damals komplett sofort, dass man ihr Kind abtreiben sollte. Das war wie gesagt im Italien Seveso. Könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, habe ich auch bloß. Eine erhöhte Krebshäufigkeit, die seit dem Unfall in der Region existiert, ist zwar
anzunehmen, also die Krebshäufigkeit ist existent, aber rechtlich kann man das nicht direkt zuordnen. Aber ja, wie gesagt, eine starke Vermutung diesbezüglich ist auf jeden Fall vorhanden. Man sieht, die Bedrohung durch Pestizide ist durchaus erheblich. Mal ein zahlenmäßiger Vergleich, der Euch deutlich macht, wie giftig eigentlich die Pestizide sind. Die niedrigste letale Dosis des Herbizids Tetrachlordibenzopetdioxin beträgt 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, bei einem Menschen von 100 Kilogramm benötigt man 100 Mikrogramm dieses Stoffs, dieses Herbizids, und dann stirbt man. Jetzt vergleichen wir das mal mit einem Stoff, der direkt als Gift bekannt ist und auch von unserem ehemaligen Führer mit Schnauzbart und seiner Familie benutzt wurde, um sich von dieser Welt zu erlösen. Cyankali. Die niedrigste letale Dosis von Cyankali beträgt 2,86 Milligramm. Das sind 2860 Mikrogramm. Rechnen wir das auf einen 100 Kilogramm Menschen hoch, sind es 286.000 Mikrogramm Cyankali bräuchten wir für den Tod dieses Menschen. Aber nur 100 Mikrogramm von dem Herbizid. Das bedeutet, das Pestizid oder das Herbizid ist 2860 mal gefährlicher als Cyankali, was als Gift genutzt wird. Hier erkennen wir die unglaublich hohen Gefahren, die mit Pestiziden einhergehen. Und wer nun denkt, ja, da kaufe ich eben Bio, den verweise ich auf mein Video zu den Bio-Siegeln, denn da gibt es auch Ausnahmeregelungen. Und unter dem schönen Namen biologische Pestizide werden da eben auch Dinge sozusagen im Bioanbau an die Pflanzen herangeführt, die eben auch nicht so positiv sind. Aber wie gesagt, oben, da gibt es bis zu 50 Stoffe oben in den Infokarten. Es gibt meines Wissens nur einen Anbieter, der komplett pestizidfrei anbietet, und das ist der Lebegesund Versandhandel. Ich bekomme von dem leider noch keine Provision, so oft wie ich ihn genannt habe, aber er ist tatsächlich der beste Versandhandel, ist noch ein Stück teurer, ungefähr ein Drittel teurer als Bio, aber da könnt ihr sicher sein, da ist null dabei, da ist wirklich das Beste, was ihr haben könnt. Die preiswerteste Alternative allerdings ist natürlich, die auch sehr pestizidminimierend ist, ja, ein Kleingarten und der eigene Anbau. Und ja, das ist das eigentlich, was ich jedem empfehlen kann und ja, was ich persönlich eben auch mache. Ich kann mir den Lebegesund Versandhandel nicht leisten, außer einer von Euch schickt mir wieder ein Lebensmittelpaket. Danke nochmal an diejenige, die mir das geschickt hat. Aber ich nehme da meinen Kleingarten und natürlich Wildkräuter. Und da natürlich versuche nicht ganz direkt an der Straße, sondern vielleicht etwas tiefer in den Wald. Ich hoffe, ich konnte Euch heute wieder gut informieren, und wenn Euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen oder einen Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft weiter Videos von mir sehen wollt, dann einfach den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.